Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mac. Wir spielen bei Octopath Traveler 2 wieder weiter, jetzt bei Auschwitz Quest. Wir werden versuchen, den Boss anzugehen. Ob wir den schaffen, werden wir sehen. Wir sind einigermaßen gut vorbereitet. Der Hort des Titanen. Und wenn ein Titan ist, wird er nicht einfach. Wahrscheinlich. Wenn uns die Leute umschmeißt und keine Ahnung was. Okay. Ah, das ist nicht gut. Wieso weiß er, wo der genau ist? Ich kenne die Geschichte, seitdem ich ein Kind bin. Irgendwo dort unten muss Tiara sein. Okay, er kann Wind. Wow, was war das denn? Oh oh, geh weg von der Klippe. Der Wind wird abwechselnd in die eine und die andere Richtung. Sehr gut erkannt. Das muss Tiaras Atem sein. Atem? Ich störe seinen Schlaf nur ungern, aber es muss sein. Warte, Oshet. Da runterzusteigen ist zu gefährlich. Meint Akala. Was sollen wir denn sonst tun? Ein weiser Jäger lockt den Löwen hervor, statt in seine Höhle zu kriechen. Jagdweisheiten ist Akala. Vielleicht klappt das ja auch mit Tiara. Gute Idee, Akala. Ha! Tiara! Wait! Psst, doch nicht so laut! Okay, es hat geklappt. Oh, oh, er muss weg von der Klippe. Okay, dachte schon. Danke. Ja, verschwinde von hier. Der Atem ist unregelmäßig geworden. Gleich wacht er auf. Nochmal, Oshet, meint Akala. Wird gemacht. Der Pfeil fliegt immer noch. Oh, puff. Okay. Das ist richtig weit. Schon wieder ein Beben. Wie wär's, wenn du ein bisschen zurückgehst? Nein, das ist Tiara. Wer stört meine Ruhe? Guten Morgen, Tiara. Entschuldige die Störung. Totoha braucht deine Hilfe, um ein Unheil aufzuhalten. So ganz unschuldig. Hey, ich bin mal da. Kommst du mit? Wie soll er drüber kommen? Ich habe lang und friedlich geschlafen. Hä? Bis ihr mich aufgeweckt habt. Es ist leicht erzürnt. Okay, es wird alles sehr rot hier, sehr feurig. Er klettert den Felsen hinauf. Ja, es ist Zeit zu schreien. Lauf weg. Und ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Achtung! Okay, das können wir hinkriegen. Okay, der Kampf beginnt. Oh, es ist ein bisschen rot und feurig. Eieiei, so kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, ich weiß, warum ich den anderen jetzt bekommen habe. Uns bleibt keine Wahl. Auf ihn, Akala. Okay. Wenigstens sind alle da. Alle sind voll mit Leben. Gelehrter, versuche bitte alles, was du kannst, sofort Analyse. Wir müssen ihn sofort wie möglich, so schnell wie möglich die Schilde runterschlagen. Okay. Keine Zeit verlieren. Wir gehen mit GP-Tipp sofort auf die Dolchschwachstelle. Schlagen die Schilde runter. Sofort runterschlagen. So, rufen. Wir versuchen... Nepom, lässt ihn ein bisschen fangen. Ich kann ihn fangen. Okay, ich darf ihn nicht töten. Ich muss ihn fangen. Provozieren. Ich habe Akta. Er hätte anspornen. Was bringt mir das, wenn ich das verbessere? Mehr Runden wahrscheinlich. Vampir-Fledermaus. Ausweichdrehung, Doppelstich und Fledermaus. Das ist schon die ganze Info dazu. Das ist jetzt nicht viel. Okay. Axt. Kann ich mit Axt drauf gehen, bis ich weiß, ob der auf Bogen anfällig ist? Okay. Wir müssen versuchen, irgendwas zu machen. Kleriker, Apotheker, Frost war auf jeden Fall anfällig. Axt auch. Ich würde mit Apotheker jetzt auf jeden Fall giftigen Hieb spielen. Mal schauen, wie viel Leben das Ding hat. Es kommt jetzt dran.
Starke Erschütterung. 7 Schaden auf alle. Er kriegt wie viel Schaden? 435. Er hat nicht so viel Leben. Okay. Wir ziehen alles an Energie. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir machen... Macht das Sinn? Nee, ich mache Kleriker und eine Gruppenheilung. Ich war gerade überlegen, ob ich das die Ability für ihn nehmen soll, aber das mache ich nur mit 3 Punkten. Das Ultimate. Analyse. Du musst den Ding fertig analysieren. Come on. Okay, Stab. Sehr gut. Irgendwer hat einen Doppelstabangriff. Das weiß ich noch. Das war der Kleriker. Oh oh. Nochmal Angriff, Falle. Okay, ein Charakter von uns verschwunden. Patizius weg. Oh, das kann gefährlich werden. Wenn Casti rausgeblasen wird, dann haben wir echt ein Problem. Okay, eine Fähigkeit fehlt da noch. Das ist wahrscheinlich Frost. Und was könnte noch sein? Schatten glaube ich nicht. Eher Licht. Wobei er brennt ja. Er erzeugt ja Licht. Also könnte Schatten das der natürliche Feind sein. Das wäre möglich. Das ist nur eine Vermutung. Aber wir haben... Ja, Mist. Wir haben... Ja, Spaltschlag. Okay, führe Axtangriffe ausgegangenen Gegner. Zählen. Mehr kritische Treffer wären das mit Zählen, das weiß ich noch. Wir könnten ihn verlangsamen. Wenn er öfter drankommt, kommt er in Folge dann x-mal dran. Das ist super gefährlich. Was passiert, wenn ich den verbessere? 7 Runden physischen Angriff, Ausweichen und Tempo erhöhen. Das wäre bei ihr vielleicht gar nicht schlecht. Nee, machen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen erstmal hier, versuchen die Schilde zu kappen. Nächste Runde ist er auf Stun. Okay. Wir müssen hier nochmal draufsemmeln. Mach Gift. Mach Gift, mach Gift, mach Gift. Giftiger Hieb. Auf Gift bleiben. So, wir müssen die Schilde wegkriegen. Okay. Erste Runde geht an uns. Analyse. Wenn wir Glück haben, durch den Bruch kommt nächste Runde unser Heiler zurück. Hoffe ich. Nee, dann wenn er wieder aus dem Stand rauskommt. Wir versuchen Urgewalt auf alle Gegner starken Angriff. Verringe 6 Runden die physische und Elementarverteidigung aller Gegner, reduziere unabhängig ihrer Schwächen ihre Schildpunkte. Okay, das wäre nicht schlecht. Ein Gegner extrem starker physischer Angriff auf ein Ziel. Das war Bestienfänge. Spielen wir. Sie ist mit Abstand die schwächste Charakter noch, macht 4000 Schaden fast damit. Sehr gut. Okay. Gleich nochmal. Kann ich nicht mehr. Nicht nochmal. So, zielen. Jetzt können wir irgendwas machen, was sinnvoll wäre. Ich würde mal sagen, die Genauigkeit und Trefferquote, das kritische Trefferquote für alle erhöhen. Trifft das Patizio auch? Wahrscheinlich nicht. Nee, er ist nicht da. Er kriegt das nicht ab. Okay, wir verwenden alle Punkte, die wir haben. Giftiger Hieb. Volle Kanne hier rein. Schlag in die Bresche. Bam, 3000 Schaden. Okay. So, was können wir machen? Frost. Verstärke auf ein Ziel Eiswind. Kompletter Schaden mit Frost drauf. 1580. Okay. Jetzt müsste Patizio wieder kommen. Okay, er ist wieder da. Er hat 3 Punkte. Terras hat sich verhärtet. Er hat jetzt 6 Schilde. Er kriegt 400. Oh, er hat neue Schwächen. Die kennen wir alle. Okay, er hat eine Schwäche wegbekommen. Oh, ich hoffe, dass nicht Schatten rauskommt. Verdammte Axt. Das könnte extrem eng werden. Okay, wir haben keinen Dolch mehr. Wenn jetzt irgendwas Schatten übrig bleibt und Stab, dann ist es eng. Das ist ärgerlich. Mist. Seitenschritt. Angehörte Hilfe. Wir könnten Geld investieren notfalls, aber das möchte ich nur machen, wenn ich wirklich dann Patizio oder Händler, okay. Macht das Sinn, jetzt schon wieder in Bruch zu gehen mit ihm? Ich würde effektiv mal abwarten. Er hat bis jetzt noch niemanden weggeblasen, das heißt, da habe ich eine Möglichkeit irgendwie zu schwächen. Hätte ich. Ohne, dass ich Fähigkeitspunkte aufbrauche. Wir benutzen Stab. Auf 4. Okay, sie nimmt Axt. Mach Axt auf ihn hier. Auf 3 Schilde. So, wir gehen weiter. Wir brechen auf 2. So, hast du eine Axt? Oder einen Stab? Nein. Händler. Er hat Feuer. Er hat Schatten. Okay, du hast Schatten. Du musst mit Schatten drauf gehen. Tut mir sehr leid. Zum Reduzieren des Schilds wenigstens.
So, braucht wir Heilung. Ne, alles ist in Ordnung. Wir nehmen giftige Hieb dazu. Das Gift immer schön aufrechterhalten. Alles prima. Okay. So, wir haben keine verloren diesmal. Außer er atmet jetzt wieder aus. Wer ist denn wissen? Fangen. 4% Erfolgschance. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Fangen. 6% Erfolgschance mit 2 Punkten Verstärkung. Boah, okay. Nochmal draufhauen, ganz normal. Passt schon, passt schon. Er kriegt 400 Punkte Schaden. Giftiger Hieb könnte ich jetzt nochmal machen mit voller Verstärkung. Das machen wir auch nochmal. Okay, Cassie könnte immer noch dreimal Schatten spielen. Einmal. Das ist ihr Ionik, was sie hat. Okay, gelehrte Fähigkeiten. Auch diese Folge wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Eiswind. So. Okay, solange er wenigstens auf Axt anfällig ist, geht das ja noch. Dann kann ich Axt mit Gift kombinieren. Das ist nicht schlecht. So, das macht man nicht so oft. Überraschungsangriff. Wir nehmen volle... Was wäre, wenn ich sage... Fledermausfesseln, wenn ich ihn abschwäche. So viel Schaden macht er aktuell nicht. Er hat das immer weggeblasen. Er hat nur gespielt bisher. Er war nicht aggressiv in dem Sinn. Kann auch daran liegen, dass wir schnell genug immer waren. Ich möchte ihn tatsächlich nicht angreifen. Ich möchte die physischen Dinge ändern von ihm. Okay. Physischen Angriff reduzieren. Massiv auf 8 Runden. So, wer weiß, was jetzt noch passiert. Wenn er jetzt wütend wird und kriegt hier einen Enrage, dann... Oh, dann wird das heftig. Jägerfähigkeiten. So, was könnten wir machen? Mit Bogen wäre der Gnadenschlag. Das bringt aber alles nichts. So, wir haben hier den Spaltschlag. Mit Axt. Auf Axt ist er anfällig. Wir gehen mit Axt rein. Volle Schlagkraft. Und wir kriegen einen Buff dafür. 1700 Schaden und mehr Schaden für uns. 3 Punkte, 3 Runden mehr Schaden. Okay. Er bläst ein 2 weg. Oh, okay. Und der Heil ist auch da. Alles gut, alles gut. Alles kein Problem. Alles gut. Aber mit 2 Leuten alleine ist das schwierig. Okay. Noch 5. Spaltschlag, würde ich sagen, einfach durchziehen. Einfach machen. 4. Passt. Das kriegen wir hin. Er ist abgeschwächt. Lavakleid. Das heißt, jeder physische Angriff wird jetzt wahrscheinlich... Oh, Rüstung und Schaden erhöht. Vielleicht zu Schaden reduziert und vergiftet. Mal schauen. Kriege ich Rückschlag, wenn ich ihn jetzt angreife? Nee, doch, kriege ich. Ich kriege Feuerschaden. Verdammt. Wir machen keinen Nahkampf. Kann ich den nicht zurückholen irgendwie? Kriegerfähigkeiten. Was habe ich denn auf Distanz? Aufstacheln auf sie. Naja, das macht wenig Sinn. Objekt. Okay, wir müssen versuchen, die anregende Pflaume M auf sie zu spielen. Ihr darf die Magie jetzt nicht ausgehen. Sie ist der Heiler. Okay, die beiden sind wieder da. Sind nur wenige Runden weg. Starke Erschütterung. Sind wir gestunt? Nee. Okay, sehr gut. Giftiger Hieb. Nochmal. Passt. 2 Runden. Okay, ich habe nochmal Rückschlag bekommen. Wir müssen uns sofort gegenheilen dann. Anregende Pflaume. Ich würde sagen, sofort auf sie hier. Nein. Lebenspunkte, nicht Pflaume. Ich Pflaume. Okay, macht nichts. Wir machen finstere Nacht. Da dürfte kein Feuerschaden zurückkommen. Wir greifen nicht in den Nahkampf an. Okay, ist ein Distanzangriff. Genauso wie Bogen. Bogen dürfte ich mich auch nicht verbrennen. Die Heilerin kommt zuerst noch dran. Okay, er bricht auf jeden Fall. Also Oswald bricht auf jeden Fall mit Frost. Kein Problem. Mach irgendwas Sinnvolles. Mach eine anregende Pflaume auf dich selber. So viele Punkte hast du nicht verloren. Er macht Frostschaden. Auf jeden Fall. Okay, der bricht. 2 Runden Ruhe. So, sie muss sich jetzt selber hochheilen. Heilende Hand auf dich selber. Einzelzielheilung. Okay, fast voll wieder. Ich kann natürlich hergehen und mal eine Gruppenheilung rausschmeißen. Das wäre vielleicht eine Idee beim nächsten Mal. Wie lange hat er sein Flammenkleid noch? Da bin ich jetzt nicht sicher. So, Jägerin. Jäger? Nee. Bestienwissen. Fangen. 40% Chance auf Fangen. Alles riskieren.
Zorn der Erde, Feuer- und Stangenwaffenfähigkeit, gefangen nehmen. Ja, versuch's. 40% Chance. Hat nicht geklappt, verdammt. Okay, wir versuchen es mit voller Schlagkraft GP-Dieb. Ich hoffe, dass mein Life-Rack nach dem Schaden reingeht. 1400 Leben zurück. Okay, er hat kein Schild mehr drauf. Kein Feuerschild. So, wieder Frost drauf. Volle Kanne. Patizio kann aber theoretisch seine Punkte spenden. Das würde gehen. Heilende Hand. Nee, wir machen Kleriker. Gruppenheilung auf alle, würde ich sagen. Ah, ich habe mystischen Stab auch gehabt. Okay, alles gut. Komplett hochgeheilt alle. Fast wie am Anfang des Kampfs. Das kriegen wir hin. Das ist gar nicht mal so dramatisch. Sengender Boden. Die Hitze raubt hier deine GPs. Was? Unsere Gesundheitspunkte werden jetzt reduziert. Okay, wir versuchen, ihn weiter zu schwächen. Sie muss das hinkriegen. Sie muss ihn jetzt einfangen. Wir dürfen ihn nicht umhauen. Wunden heilen. Luneszenz. Heiliger Schild. Gewehr verbündeten ein Schild. Das bringt uns nichts. Er ist noch auf Axt anfällig, Frost und Schatten. Es wird langsam eng. Physische und Elementarverteidigung eines Verbündeten. Oshet, du musst auf jeden Fall überleben. Flammengebet auf sie. Oshet ist gefährlich, sie darf auf keinen Fall umfallen. Sie muss das alles reduziert kriegen. Wir benutzen unsere Fähigkeit, gehen auf Händler. Der Händler spendet alle Punkte, die er kann. 4 Punkte auf Oshet. Jetzt den richtigen auswählen. Oshet. Oshet kommt jetzt dran. Hat alle Punkte voll. Versuch's doch mal, ihn einzufangen. 56. Ja, Mann, du kriegst es hin. Ja! Okay. Oh. Level up für Shed, 26. 27 für Oswald, okay. Es wird gar nicht mehr überzogen. Wächter große Axt erhalten, einmal. Juhu, geschafft. Ich krieg die Krise. Oh. Passt, war nicht so schlimm. War nicht so schlimm. Gut. Boah. Endlich ist er friedlicher. Terra schweigt. Die lange Ruhe hat mich wohl etwas geschwächt. Okay, ich verstehe nicht ganz. Die Seeschlange hat Wasser abgewehrt. Was wehrt er ab? Natur? Erde? Bäume? Oder ist er nur Zerstörer hier? Diese Ohren, dieser Schwanz. Du bist ein Wildling. Ah, jetzt verstehe ich. Die Nacht des Scharlachmondes. Sie muss kurz bevorstehen, habe ich recht? Ich kann dir nicht helfen, ich komme nicht aus der Höhle raus. Habe ich doch gesagt, du schläfst wohl immer noch. Nach mehreren Jahrzehnten wärst du auch nicht sofort glockenwach. Da war eine unfassbar starke Jägerin, die mich herausforderte. War das die gleiche, die das Wasserding abgeschossen hat? Wir kämpften bis aufs Letzte. Am Ende waren wir beide schwer verletzt. Das wird wohl unser Scharlachmondgegner werden, nehme ich an. Diese eine Jägerin. Die Jägerin verschwand und ich sank hier kraftlos in die Tiefe. Eine Jägerin. Nochmal. Ich fiel in einen tiefen Schlaf, während ich langsam meine Wunden heilte. Okay. Ja, nun ist aber Zeit zum Aufstehen, meint Oshet. Dort unten ist es warm und ruhig und man hat die erstaunlichsten Träume. Wirklich? Dann möchte ich mich auch gerne mal hinlegen. Und den Scharlachmond verschlafen? Überleg dir das nochmal. Okay, Pom, ein unsicheres Lachen von Pom.
Ich habe ihn ja gar nicht rufen müssen, Pom. Und habe ich den jetzt in der Hosentasche eingesteckt, oder wie? Hier steckt ihr also. Wir haben euch gesucht. Das Dorf hat wie verrückt gebebt. Ja, natürlich hat's gebebt. Das war es doch hoffentlich nicht du. Ja, Tara und ich hatten einen kleinen Kampf. Aber macht euch keine Sorgen. Tara wird mich in meine Heimat begleiten. Das ist bestimmt auch für deinen Magen gut. Das... Musst du wirklich schon weiter, Oshet? Dein Dörfleisch war so unvergleichlich. Komm bestimmt wieder. Wirklich? Dann werde ich dir krass was kredenzen. Da bin ich gespannt. Du willst etwas für mich erlegen? Jäger werde ich keiner werden, das ist mir klar geworden. Ich versuche es lieber mit der Viehzucht. Ja, das sieht auch besser aus drin. Hoffentlich kann sich mein Dörfleisch damit deinem messen. Wir werden sehen. Ich bin sicher, es wird köstlich sein mit der Chat. Ich komme auf jeden Fall wieder. Bis dann. Einfach alle ignoriert. Interessante Musik auch von ihr, die so mischt. Die komplett mischt aus drei verschiedenen Genres. Oshet macht den legendären Tara ausfindig und berichtete ihm von der Gefahr, in der Totohaha schwebte. Sie erfuhr von einer Jägerin, die Tara schwer verwundet hatte. Die Welt ist groß, dachte Oshet. Mit den kühnsten Vorstellungen über das Unbekannte erforschte sie die Weiten des Kontinents. Und damit Ende Kapitel 2, Episode Tara von Oshet. Ach, großartig, schön. Wobei, dass die Quest mich jetzt nicht so vom Hocker reißt. Okay, bisher, ja. Eine alte Begleitung Wache ist zurückgekehrt. Ein Reisegeplänkel. Für uns. Oswald spricht zur Jägerin. Oswald, warum guckst du so kriegsgrämig drein? Ist irgendwas passiert? So guck ich immer. Yes, wo du sagst? Ich glaube, ich habe dich noch nie lachen sehen. Aber jetzt kommt der Chat. Die Imitationskünstlerin. Du lachst dich sicher schief. Dieses Dörfleisch ist verdorben, aber lecker. Und dieses ist frisch, aber schmeckt wie Holz. Welches willst du, Oswald? Was ist das denn für ein Unsinn? Das war mein Lehrmeister Juwa von Totohaha. Komisch, in meinem Dorf haben sich die Leute nicht mehr gekriegt. Du bist ja nochmal für dich, meint Oswald. Aha, du hast gelächelt. Okay, ist jetzt geschafft. Sehr hübsch. Wo geht's denn weiter? Was wollen wir jetzt erreichen als nächstes? Beziehungsweise welche... Lass mich nochmal kurz hier in die Sachen hereinschauen. Ich möchte einmal zum Gasthaus nochmal gehen. Bevor wir gleich wieder in den Kampf kommen. Für mein Glück, erstmal hier gleich mal speichern, das ist das Erste. Dass irgendwas abstürzt oder keine Ahnung. Kann ja alles vorkommen. Hier oben war das Gasthaus. Und zwar möchte ich gerne mal durchschauen, wer hat denn welche Fähigkeiten noch nicht bekommen. Der Kleriker, der hat doch sicher... Jetzt dürfen wir das Violinenarrangement wieder aktivieren. So. Okay. Nee, du kannst mir aktuell nicht helfen. So, wir gucken uns das jetzt mal an. Wir haben hier... Fähigkeiten. Fähigkeiten, Laufbahnfähigkeiten lernen. So, sie hat ihre Spezialfähigkeit hier unten ja schon erlernt. Und das geht's jetzt. So, wir haben hier unsere zehnmal Beste haben wir erlernt. Terminusschwache erlernt, Lerner erlernt. Also die vier haben ihre Sachen schon durch. Passt. Womit kann ich dienen? Gruppe wechseln. Ich möchte Agni statt Oshet haben, Hikari statt Patizio. Und Trone statt Oswald. Ich glaube, die haben die drei haben das auch schon. Wie? Die Musik ist zu Ende. Verdammt. So. Ah. Nochmal. Piano. Okay. So. Wir haben Fähigkeiten. Laufbahnfähigkeiten lernen. Wir haben hier Weise des Windes. Passt. Ultimative Haltung. Dunkler Schleier. Passt. Alles gut. Wie sieht es denn mit dem Kleriker aus?
Gruppe wechseln. So, ich möchte hier auf jeden Fall Oshet statt Agni wieder drin haben. Patizio statt Hikari. Und beide sind schon ganz gut dabei jetzt. Oswald ist hier noch gewesen. Terminus hier erstmal rein. Statt Drohne. 35. Drohne ist jetzt dann die nächste, die relativ weit unten ist. Stufe 10 Terminus. Ich sollte den echt mal mitnehmen. Das ist ja echt kein Fehler. Damit er nicht so ganz armselig da rumgurkt. Wenn er kriegt, wenn nach dem ersten Kampf gleich 5 Level-Ups. So, lass mal gucken hier. So, stopp. Und wir machen nochmal das Gitarrenarrangement. So, Fähigkeiten. Er hat seine Fähigkeit noch nicht. Okay. Wir haben doch den Klerikerschrein schon gefunden gehabt. Altar des Händlers. War dein Klerikerschrein? Anmut. Nee, ganz sicher nicht. Das war sicher irgendwo im Ostkontinent. Weil da waren ja die Heiler. Flammenbringer, das war er hier. Altar des Flammenbringers. Das müsste hier sein. Ist das die Gilde? Grenzfall. Ich darf hier nicht hinspringen. Ach, ist das mühselig. So, hier müssen wir einmal nach rechts laufen. Dann müsste ich schon hier sein. Wenn es weiß. Wir gehen nach Flammkirch. Nee, noch nicht. Sei mir gegrüßt. Ja, ich möchte gerne Ausrüstung ändern. So. Keine. Hier. Das kommt bitte alles weg. Ablegen. Das war vielleicht nicht ganz so klug gemacht. Wir legen aber alles ab, was wir von den ganzen Leuten haben. Alles ablegen, alles ablegen, alles ablegen, alles ablegen, alles ablegen. Passt. Keiner mehr etwas an? Passt. So. Wir brauchen Gruppe wechseln. Und zwar, ich möchte den Heiler drin haben jetzt, damit der ein bisschen Stufen kriegt. So, Patizio mit 31 ist schon ziemlich hoch. Ich würde jetzt gerne einen 27er Oswald mitnehmen und 26er Oshet, damit wir hier ein bisschen die schwächeren Leute mitziehen. So, bis 31, dann müsste Patizio wieder rein, irgendwann mal. Aber Terminus hat echt was zum Aufholen hier. Einmal geht's noch. Violinarrangement. Alles wird gut. So. Wir nehmen Ausrüstung in Kauf, und zwar das Beste für sie hier. Ja. Egal, wie es die restlichen machen. Optimieren, optimieren, optimieren. Wobei das nicht ganz optimal läuft jetzt, wie ich es gedacht hatte. Sie hat 2400 Punkte. Das hilft uns jetzt ja nichts, ne? Also. Ich brauche hier schon 3000, wie gesagt. Nur mindestens. Ja, brauche ich. Okay. Die Jägerin. Habe ich jetzt natürlich auch noch nicht geguckt. Laufbahnfähigkeiten. Sie hat 5000, 3000, 5000. Er ist halt richtig knapp dabei. Er hat überhaupt kein Zweitlaufbahn noch. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall einen Heiler. Nur der Heiler kriegt das allein nicht geheilt. Das ist das Problem in Stufe 10. Das heißt, dass wir Kasti erstmal noch der Heiler bleiben. Der Kleriker. Es wird nicht ausbleiben. Hilfsfähigkeiten haben wir schon ein paar Sachen drinnen. Wir geben hier mal alles weg. Gestärkte Siege weg. Hier weg, passt. Möchte hier mal alle raus haben. Verstärkte GP-Helm weg, harte Arbeit. Das merkt es natürlich nicht, ne? Alles mal rausnehmen hier. Achso, Alice entfernen. Ach, sehr gut. Brauche ich nicht extra. Passt schon. Wenn man einmal nicht guckt. Passt schon. Das kann auch weg. Alles gut. Wenn ich hier ein paar Kämpfe mache, müsste er sofort ein paar Lernpunkte kriegen. Ist ja auch kein Thema. So, wir wählen unsere Laufbahnen. Kleriker, Krieger. Dann gesagt, das hier. Oh, shit. 3.000, 5.000, genau. Bei ihr könnte ich schauen, ob da schon was geht. Er hier. Es könnte noch 2 Punkte. Also, nee. 30 und 100 war das, glaube ich. Das wäre dann für ein. Er könnte den Apotheker mitnehmen. Wir haben ja jemand mit, der identifizieren kann. Das ist also welche aufdecken. Das wäre nicht so schlimm. So, das heißt, er müsste auf jeden Fall irgendwas anderes kriegen. Das sollte er. Beziehungsweise Fähigkeiten erlernen. Nee, so nicht. Hier drin. So, hier haben wir doch sicher noch Fähigkeiten, die sie noch lernen kann. So, gibt es irgendwas schon mit 1000 oder so, die sie noch nicht hat? 500. Dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Giftiger Hieb, passt schon. Nochmal 1000 investieren, passt, sehr gut. So, das haben wir schon. Hier geht's weiter mit Dieb. Nehmen wir den einfach mal mit, ist ja egal. Wer hat, der hat.
So, 500 Punkte investiert, passt. Hier haben wir dann auch noch einen, das ist wäre ein Gelehrter, nehmen wir auch mit. Sicherlich nicht ihre Hauptklasse werden, aber was soll er geht's. So, 30 Punkte, ja, ja, passt schon, ist mir egal, passt. Sammeln und 130 Punkte braucht man für 2 Lernpunkte. Hat er natürlich nicht. Aber er braucht auf jeden Fall den Apotheker. Damit er auch die Heilung kriegt. Also er wird dann auf jeden Fall als Heiler umgebaut. Kassi ist eher so der Lückenfüller oder Lückenbüßer dafür. Schwäche gegen Gift. Ja, giftiger Hieb war wichtig. Ich meine, er ist... Ah, ja, Gelehrter. Er wird da nie so stark werden drin, aber was soll er jetzt? So, was haben wir hier noch? Hier können wir noch GP-Dieb setzen, passt. Nochmal 30 Punkte investieren. Hier Blitzschlag rein, passt schon. Alles wird gut. So, Gelehrter brauchen wir nicht. Hier haben gesagt, Apotheker wird Sans werden. Kann er noch irgendwo Punkte investieren? In Dieb zum Beispiel. Überraschungsangriff. Ja, das kann er ruhig machen, ist egal. So, hier haben wir Apotheke, jetzt auf 500. Hier könnte ich noch Jäger machen. Nochmal 100 Punkte drin, passt. Und so spielen wir Stück für Stück die Leute jetzt hoch. Krieger auf 30 passt und nochmal 100 Bannhieb passt. Okay, so, damit haben wir schon ziemlich viele Punkte ausgegeben. Sie kann ja nichts ausgeben und wir sind alle auf 0. So, wir bleiben hier auf Kleriker, um die Heilung zu garantieren. Er wird uns dann später ablösen, sobald er das ein bisschen im Griff hat. So, Apotheker. Er hier ist wer? Keine. Er ist Oswald, er ist der Magier sozusagen. Er nimmt den Händler dazu. Von Oshet abziehen, passt schon. Und Oshet kriegt dann auf jeden Fall den Krieger. Wieder. So, wir rüsten neu aus. Optimiere. 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 So, wir müssen uns halt die Party ein bisschen zusammenstoppeln, wie wir das gerade brauchen. Kasti wird auf jeden Fall den Lernpunkte-Augmento mitnehmen und die Kate-Münze. So, sie hier nimmt auf jeden Fall eine Kate-Münze mit und irgendwas, was Leben gibt. Unbedingt Leben. 500 maximale Gesundheitspunkte. Sehr gut. So, das wäre für ihn hier auch nicht schlecht. An und für sich. So, wir haben hier noch einen Oktopus-Fangtopf. Was gibt es sonst noch? Nur mit dem Oktopus-Fangtopf passt schon, der Rest ist alles nicht so wild. Regeneriert Aktionen nach GP. Er hat nur 1400 Leben. Auch ihm sollten wir nach Möglichkeit einmal Gesundheitspunkte 200, Gesundheitspunkte 500. Das soll auf jeden Fall der Kleriker kriegen, wir haben nur 2 davon. Dann geben wir ihm doch irgendwas, was ein bisschen Mana regeneriert. Das Drachentuch regeneriert nach Aktionen Fähigkeitspunkte, passt perfekt. So, er kriegt auf jeden Fall noch den Oktopus-Fangtopf. Warum bleibt die Musik jetzt stehen? Beim letzten Mal ging die weg. So, biestiges Tuch. Ne, er kriegt auf jeden Fall das Leben, sonst fällt er wieder um. 500 Gesundheitspunkte. 1300 Leben hat er jetzt nur. Okay, wir heilen erstmal. Heilende Hand. Einmal den vollheilen, vollheilen, vollheilen. Ist ja nicht allzu schwer bei ihm. So, gar nicht so schlecht. So, wir investieren auch hier in Fähigkeiten. Wir haben hier auf jeden Fall den... Gesund und munter kommt hier rein, bei jedem Charakter. Gesund und munter kommt hier überall rein. Das muss jeder haben, das ist garantiert. So, gesund und munter. Wo ist es denn? Gestärkter Sieger. Gestärkter Sieger, nicht gesund und munter. Korrektur. Den hier. Sonst kriege ich hier keine Sachen dazu. So, weil der regeneriert ja meine GPFP um 30% nach einem Kampf. Das ist jetzt für Oberlandkämpfe sehr wichtig. Gut, wen haben wir hier? Wir haben hier eine Jägerin. Die hat hier Szene schärfen. Erstschlag. Unbedingt. Ist nicht vervielfachbar. Adlerauge, nee. Chance auf kritische Monster treffen, Fährtenlese ist gut. Salz in der Wunde. Ja, mal gucken. Hat sie noch irgendwas, was für uns von Interesse wäre? Wächst auf Bäume, nimmt sie auch mit. Passt. So. Was hat er noch? Szene schärfen brauchen wir nicht machen. Ausweichmanöver, Elementar, Extraerfahrung unbedingt. Das weiß ich nicht, ob er was gebracht hat bislang. Next auf Bäumen haben wir schon. Steigerungsart, NEBP. Haltung bewahren, volle Latenz. Das wäre für ihn natürlich jetzt... Oh. Er kann volle Latenz. Oswald, kriegst eine andere Laufbahn. Kriegst nicht Händler.
Du kriegst Tänzer. Unbedingt. Unbedingt Tänzer. Dann kann er später, wenn ich mich nicht verskille beim nächsten Mal, kann er das auf jeden Fall verbessern. So, ja. Verbessern, also er kann die Fähigkeit benutzen, von der ich gesprochen habe. So, verlängerte Magiestärkung. Wäre vielleicht für ihn gar nicht schlecht. GP versteckte Heilung wäre auch, er braucht Kleriker auch noch. Kleriker, das ist automatisch. Okay. Maximale FP um 50 erhöht wäre auch nicht schlecht für ihn. Er kriegt aber auch später noch. Ne, kriegt er nicht. Innere Stärke wäre gar nicht schlecht. Er kriegt mehr FP, ist das gut. So, er hier hat ja nur die verstärkte GP-Heilung momentan. Das braucht er auf jeden Fall. Sie nimmt das auch mit. GP. GP verstärken. Unbedingt. So, was haben wir jetzt noch nicht? Extra Erfahrung haben wir schon. So, es dauert zwar ein bisschen, es überziehen wir wieder endlos. Aber es bleibt nicht aus. So, Zufall, Tempo erhöhen, Hinterhalt, Fischschaden, das bringt uns alles nicht viel. Ausweichmanöver, halbiert die Zahl der Feindbegegnungen, bringt uns auch nichts. Extra Erfahrung hat man schon. Wechselformen hat man schon. So, Beharrlichkeit. Bringt uns wenig. Ausweichen bringt uns auch nicht viel. Harte Arbeit, mehr Lernpunkte. Unbedingt. Das macht sie. Anheizen. Attributserhöhung der Träger, nee, das ist uninteressant für uns. Energieschub. Wiederbelebung, wenn wir sterben sollten. Schutz vor Bösen. Erhöht die Chance. Erfolgsrate beim Fliehen. Das ist vielleicht ab und an gar nicht verkehrt. Nur das Interesse, hätten wir sonst noch was gehabt, was interessant wäre. Erhöht den maximalen Schaden durch den Träger auf 99.099. Okay. Also die Fähigkeit gibt es ja auch wieder. So, er hat einfach noch nichts. Das werden wir dann noch ändern beim nächsten Mal. So, wir werden ins Gasthaus gehen. Ne, ins Inn, meine ich. Nicht Gasthaus. Ins Inn. Das habe ich hier unten irgendwo gesehen, glaube ich. Hm, wo ist es denn? Waffenhändler, alles schön und gut, aber ich möchte mich hier einmal übernachten. Hier ist Übernachtung. Das Gasthaus, das hier meinte ich. Nicht die Taverne. So, bleiben. Wir speichern an dieser Stelle ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gerne doch beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise ich werde vielleicht noch einmal kurz meinen Plan durchgehen. Hier noch einmal rüber. Ich wollte ja jetzt noch den Dingens holen. Das hier. Den Altar des Flammenbringers. Das heißt, ich könnte auch hier rüber gehen von Mont Weiss. Über 36 Stufen. Ziemlich heftig. Aber ich könnte nach links gehen. Aber dann ploppen wir die ganzen Quests auf. Ne, wir gehen hier nach Flankirch und dann nach Osten. So, dass wir endlich mal unseren Kleriker ein bisschen rumspielen können. So, wo ist unser Speicherpunkt hier? Ja, ist hier oben. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Wie gesagt, wie immer, gerne Daumen nach oben, Kommentar unten rein, beim nächsten Mal wieder einschalten und Abo drücken und Glocke natürlich und bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Mike.